Schlimmste, der ist 6,52. Oh, da hätte ich gut moderiert. Und Moritz Pünn macht Tempo. Und Moritz Pünn. Und er bleibt dann in dem Feld. Und es sieht gut aus. Aber gut, das muss ich sagen, das haben wir ja gesehen. Und wir sind gespannt, wie sich einige hier auch in diesem Rennen verkaufen. Und ich bitte euch nochmal in diesen 5 Runden auch die Jungs anzufeuern. 2000 Hindernis, eine schöne Vorbereitungsstrecke natürlich für die 3000 Meter. So, auf Position 2, Nico Sonnenberg, präsentiert wird das Ganze von Bosch, die KK, der Krankenkasse. Und ja, der erste Athleten, der hat hier keinen Start gemacht. Also auch nicht richtig, dass er keinen Start gemacht hat. Alles geht hier richtig zur Sache vorne, ganz schnelles Tempo. Also die ersten beiden sind ganz schnell unterwegs. Der erste ist nicht auf meiner Liste, hat auch keine Startnummer, deswegen vielleicht gibt es ja mal eine Info. Ganz genau können wir das da nicht wissen. Dahinter dann Nico Sonnenberg, LG Eintracht Frankfurt. Auf jeden Fall zügiges Tempo von den beiden Jungs hier vorne. Und dahinter eine größere Gruppe, unter anderem mit dem Stegemann, den wir da schon avisiert hatten. Auf Position 3 jetzt Tim Stegemann. Und der Mann vom RNC Erfurt Top Team aus Berlin gekommen. Jetzt in Thüringen trainierend. Und Durchgang, ja, sieht ganz ordentlich aus eigentlich hier vorne. Tim Stegemann, dann mit der 591 dahinter. Auch eine Startnummer, die ich hier. Doch, Thilo Brill ist das. Der junge Mann von der LG Nord Berlin. Der norddeutsche Hindernismeister des vergangenen Jahres. Und jetzt ist Nico Sonnenberg alleine da vorne. Und er wird vielleicht nicht lange alleine bleiben, denn Tim Stegemann, der zankt sich jetzt ran, da noch 2 Runden zu laufen sind. Verfolgergruppe da noch einmal rankommt. Noch 700 Meter für Nico Sonnenberg von der LG Eintracht Frankfurt. Dann der Tim. Dann Thilo Brill mit dabei von der LG Nord Berlin. Und jetzt wird es eng hier vorne für Nico. Tim Stegemann, Thilo Brill. Dann mit der Michael Smal aus Prag und Nick Ilo, das sind die nächsten. Und ich denke, da ist noch einiges machbar, gerade an der Spitze, vorletzter Wasserkraben. Und da ist Stegemann dran. Tim Stegemann und Nico Sonnenberg. Aber ausnehmen können die nicht, denn die Dreiergruppe da hinten, die macht auch Pace. Stegemann geht gleich vorbei. Jawohl, das war abzusehen. Das war einfach zu schnell für Nico Sonnenberg. Konnte. Der, wie gesagt, in diesem Jahr vielleicht auch den längeren Strecken unterwegs ist, er gab
ein kleiner Schritt, aber einfach das letzte war das in der letzten Runde für Stegemann ganz überwiegend vorne. Uwe Sonnenberg wird gleich vom Schicken einkassiert von Michael Smachel von Slavia Prag. Das heißt, er hat aufgehört, Uwe Sonnenberg. Ab, Markus! Das wird zu langsam! Das war's allemal. Tim Stegemann, wir feuern an hier. Er wird, wenn er sich nicht verläuft, der Sieger werden hier vom RCR Potocin. Auf jetzt dem letzten Meter. Dann mit der 33 Michael Smal, Slavia Prag. Und mit der 52 Nick Wilo, SC DHFK Leipzig. Das sind die ersten drei. Und wir schauen auf die Zeit. Jetzt kann man mal beschleunigen, Tim Stegemann, damit man das mal vergleichen kann. Jetzt wäre der Meeting-Rekord durch. Noch 60 Meter, aber souveräner Sieg. Tim Stegemann gewinnt heute. 41:12 Uhr, bitte. Auf dem Programm 2000 Hindernis B-Lauf. Wir haben die 1500 Meter Hindernis der weiblichen U18 und zum Abschluss dann nochmals ein paar 300 Meter Läufe. Nach den Sprinterinnen und Sprintern.